Hallo zu diesem Übungsvideo zur Normalverteilung. Bei dieser Aufgabe sollen wir Graphen der gaußschen Glockenkurven, also der Dichtefunktion klein phi, mit den Parametern μ und sigma zeichnen und erläutern, wie wir dabei vorgehen. Um die Graphen dieser Dichtefunktion einigermaßen genau von Hand skizzieren zu können, solltest du folgende allgemeine Eigenschaften dieser Dichtefunktion klein phi im Hinterkopf haben. Erstens, dass diese Gauss-Kurven, wie der Name schon sagt, glockenförmig verlaufen, wobei der Hochpunkt bei x gleich μ liegt, dem Erwartungswert. X gleich μ ist also die senkrechte Spiegelachse unserer Funktion. Dann solltest du wissen, dass die Wendepunkte der Glockenkurve jeweils ein Sigma rechts und links von μ liegen. Die x-Koordinaten der Wendepunkte sind also bei μ plus minus Sigma. Dann solltest du wissen, dass die Fläche, die zwischen Graph und x-Achse zwischen x gleich minus unendlich bis x gleich plus unendlich eingeschlossen wird, gleich 1 beträgt. Die Gesamtwahrscheinlichkeit muss ja 1 sein, aber dass fast die komplette Wahrscheinlichkeit, nämlich 99,7%, in der 3-Sigma-Umgebung um μ liegt. In einem früheren Video, den Link blende ich hier oben ein, haben wir schon eine komplette Kurvenuntersuchung dieser gaußschen Kurven vorgenommen. Das war ja die Funktion. Und damit konnten wir ja die Koordinaten der Hoch- und Wendepunkte auch bestimmen. Das hier war der Hochpunkt und beide Wendepunkte liegen auf Höhe dieser y-Koordinate. Was du dir jetzt einfach nur merken sollst, ist, dass die y-Koordinaten vom Hochpunkt und von den Wendepunkten nur von Sigma abhängen, wobei der Rest, der jetzt um diesem Sigma her herumsteht, im Prinzip einfach nur ein konstanter Term ist, der sich durch den Näherungswert ausgeben lässt. 1 geteilt durch Wurzel 2 Pi ist ungefähr 0,4, was bedeutet, dass unser Hochpunkt an der Stelle μ ungefähr auf der Höhe 0,4 durch Sigma liegt. Auch die y-Koordinate des Wendepunktes enthält einen Term, für den man einen Näherungswert ausrechnen kann. Das ist ungefähr 0,24. Also liegen die Wendepunkte auf einer Höhe von ungefähr 0,24 durch Sigma. Okay, mit diesen Eckdaten im Hinterkopf können wir jetzt unsere Graphen zeichnen. Und ich werde alle Graphen in ein Koordinatensystem einzeichnen. Beginnen wir jetzt mit klein phi mit μ gleich 0 und Sigma gleich 1. Und hier wissen wir dann, dass der Hochpunkt an der Stelle μ gleich 0 liegen muss. Und dieser Hochpunkt liegt auf der Höhe 0,4 geteilt durch Sigma. Das bedeutet ja in dem Fall 0,4 geteilt durch 1, also 0,4. Ich wähle jetzt mal zwei Kästchen als 0,1. Dann haben wir hier 0,4. μ ist an der Stelle 0. Hier ist unser Hochpunkt. Die Wendestellen liegen an der Stelle 0 plus minus 1, also an der Stelle 1 und an der Stelle minus 1. Und wir hatten gesagt, dass die Höhe der Wendepunkte bei ungefähr 0,24 geteilt durch Sigma liegt. Also ungefähr auf dieser Höhe hier. Und dann hat man noch gesagt, dass in der 3-Sigma-Umgebung fast die gesamte Wahrscheinlichkeit liegt. Das heißt, wir können unsere Kurve hier unten in der 3-Sigma-Umgebung wie folgt starten. Dann zeichnen wir die Kuppe zwischen Hochpunkt und Wendepunkten und ergänzen so den Rest. Natürlich geht die Funktion hier hinten weiter. Und das, was wir jetzt eingezeichnet haben, klein phi mit μ gleich 0 und sigma gleich 1, nennt man auch die Dichtefunktion zur Standardnormalverteilung. Damit kommen wir zur Aufgabe B. Hier wissen wir, dass der Hochpunkt an der Stelle 2 liegt. Und zwar ebenfalls wieder auf der Höhe 0,4 geteilt durch 1, weil sigma ist ja 1. Und die beiden Wendepunkte liegen in einer Umgebung von 1 Sigma um unser μ 2 und zwar auf einer Höhe von 0,24 geteilt durch 1. Zeichnen wir das jetzt mal ein. Dann haben wir hier an der Stelle 2 unser μ. Der Hochpunkt liegt wieder ungefähr auf der Höhe 0,4. Die Wendepunkte liegen eine Einheit rechts und links von 2 entfernt als x-Koordinate, aber wieder auf einer Höhe von ungefähr 0,24. So, dann deuten wir wieder an, dass sich die Glocke im Prinzip komplett in der 3-Sigma-Umgebung abspielt,
Sigma ist 1, also müssen wir 3 Einheiten hier nach links gehen und 3 Einheiten nach rechts. Und damit können wir den Graphen skizzieren. Wie wir hier sehen können, ist der Graph B im Prinzip durch die Verschiebung des Graphen A um 2 Einheiten nach rechts hervorgegangen. Damit kommen wir zur Aufgabe C. Μ ist 6, das ist hier. Und der Hochpunkt liegt auf der Höhe 0,4 geteilt durch Sigma gleich 2, also 0,4 halbe, also ungefähr hier bei 6, 0,2. Die Wendepunkte liegen 2 Einheiten rechts und links von 6 entfernt, also hier bei 4 und 8, und zwar auf einer Höhe von 0,24 geteilt durch 2, also ungefähr 0,12. Jetzt zeichnen wir noch die 3-Sigma-Umgebung um μ gleich 6 ein. Sigma ist 2, also 1, 2, 3. Also hier und 1, 2. Hier außen kommt die Glocke runter. Und so sieht dann unsere sehr flache, breite Kurve Phi 6, 2 aus. So, dann Aufgabe D. Der Hochpunkt liegt bei minus 1 auf einer Höhe von 0,4 geteilt durch 0,5. Und 0,4 geteilt durch 0,5 ist das gleiche, als wenn wir 0,4 mal 2 rechnen, also es ist 0,8. Dann wird der Hochpunkt hier liegen. Die Wendepunkte liegen in einer Entfernung von 0,5 von x gleich minus 1 entfernt. Und zwar auf einer Höhe von ungefähr 0,24 geteilt durch 0,5. Und geteilt durch 0,5 ist ja das gleiche, als ob wir das mit mal 2 rechnen, also auf einer Höhe von 0,48. Zeichnen wir das jetzt mal ein. 0,48 ist hier. Und zwar jeweils 0,5 rechts und links von x gleich minus 1. Jetzt die 3-Sigma-Umgebung. 1 Sigma, 2 Sigma, 3 Sigma. Das heißt, das geht hier los. Und hier 1 Sigma, 2 Sigma, 3 Sigma. Also die Glocke geht im Prinzip von hier bis hier. Und so sieht dann unsere schlanke, hohe Dichtefunktion Phi minus 1, 0,5 aus. Bevor du jetzt aussteigst, gib dem Video bitte noch einen Daumen hoch, wenn es dir geholfen hat und du jetzt weißt, wie man vorgeht, um solche Glockenkurven mit vorgegebenen Mü und Sigma zu zeichnen. Und falls du ganz neu auf meinem Kanal bist, abonniere doch den Kanal und klicke auf die Glocke, damit du auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Denn Mathoch 13 ist der Kanal, der dich durch die Oberstufe bis zum Abitur begleitet. Wenn es dir geholfen hat, dann empfehle mich doch bitte weiter bei deinen Mitschülern und Lehrern. Gestalte den Kanal mit durch dein Feedback, Videowünsche und Anregungen. Immer rein damit in die Kommentare. Besuche auch Instagram und Co. von Mathoch 13 und folge mir auch dort. Ansonsten noch viel Spaß und Erfolg weiterhin beim Lernen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.